Fühlst du dich, mein Freund? Genau. Der Daumen weg! Na, wer hat sich erwartet, dass der Daumen abfliegt? Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Nold, er hatte eine schwierige Kindheit. Jetzt gleicht er die verloren. Junge, der hat Army-Mens, das ist doch eine schwierige Kindheit. Ohne Zeit aus. Alter, okay. Hast du gewusst, dass... Ach so, so meint er das. Ah ja gut, okay, check it. ...der ganzen Welt 15.000... Und er spielt einfach mit echten Raketen im Sandkasten. Wer kennt's nicht? Die echt Raketenspieler im Sandkasten. Atomsprengköpfe mit einer Gesamtkapazität von etwa... Na gut, Atom ist es selber. Atomsprengköpfe, Raketenköpfe. 7.500 Megatonnen gibt. Und noch eins. Vor 5 Minuten habe ich einen von ihnen in deine Richtung geschickt. Du bist tot. Du hast keine Chance mehr. Du bist tot. Spring ins Auto und bist auch tot. Ey, kein Grund zum Wegdüsen, Arnold. Ja, das bringt's nicht, Alter. Die Welle ist stärker als, schneller als das Auto. Die elektromagnetische Pulswelle hat die gesamte Elektronik zerstört. Yep. Moderne Autos sind randvoll damit. Jetzt gleich trifft dich die Schock. Kein Handy mehr, nichts. Nichts mehr. Quelle. Ja. Selbst wenn deine Keksdose aus Graphen bestehen würde, das auf atomarer Ebene stärker als Diamant ist und... Okay, das wusste ich nur nicht. Du auf wundersame Weise überlebst, wirst du immer noch durch die Hölle gehen. Ja. Auf jeden Fall nicht nach draußen gehen. Das Beste ist, wenn so ein Atomschlag vorhergesagt wird. Ich glaube zwar, dass das nicht passiert, du noch die Chance hast, dann geh irgendwo runter unter die Erde. Mach überall Erde davor, damit die Strahlung nicht so durchkommt. Und geh erst 72 Stunden später, oder so soll man, glaube ich, erst wieder rausgehen. Aber dann auch nur geschützt und... vermeiden, dass man länger als eine Stunde draußen ist. Dein Arsch, Arnold. Wir müssen checken, wie weit du vom Epizentrum der Explosion entfernt bist. Kleine Eselsbrücke. Wenn du einen Atompilz siehst, streck die Hand in die Richtung und hebe den Daumen. Wenn ich denke, man soll da nicht... Ach nee, in den Blitz soll man nicht reingucken. Wolke größer ist, Alter. Genau, das wurde hier nicht gesagt. Nicht in den Blitz gucken, Alter, dann bist du blind. Dein Daumen, dann bist du in der radioaktiven Zone. Oh, oh. Hast du einen Glückspilz? Ja, man hat natürlich sehr viel Glück, wenn man in der radioaktiven Zone ist. Das ist sehr glücklich. Hast du Sonnencreme? Ach Mensch, das... Sonnencreme bei Radioaktivität? Das bringt so... Rageouts. Hilft doch auch nicht, du Dummbatzen. Nee, Keine Ahnung, wie man das Englisch heißt. Radioaktive Isotope haben bereits begonnen, deine DNA zu zerstören. Junge, wenn die so drinnen bei mir rumrennen, Alter, würde ich zurückschießen. Wie fühlst du dich, mein Freund? Genau. Oh, der Daumen weg! Na, wer hat's nicht erwartet, dass der Daumen abfliegt? Es ist eine gute Zeit für eine Dusche. Vermeide jeden Kontakt mit kontaminierten Gegenständen und nutze speziell behandeltes Wasser. Das erhöht deine Überlebenschance. Arnold, an einen Wasserfilter gedacht? Selbst die schwächste Strahlung führt zu voll krassen Tumoren. Das ist ja voll krasse. Das sind überkrasse. Glückwunsch, du hast einen nuklearen Angriff hinter dir und du brauchst kein Halloween-Kostüm mehr. Nee, aber der lebt doch nicht mehr lange mit so einem Tumor an der Hand. Aber das ist nicht das Ende. Oh. Schau, wenn jemand auf der Welt eine Atombombe startet, dann folgt der Domino-Effekt. Das habe ich mit dem Kumpel auch schon mal als Thema gehabt. Wenn einer eine Atombombe abfeuert, dann machen es bestimmt alle. Dann werden es bestimmt alle machen und dann ist die Welt total atomisiert. Wenn du überlebst, dann wirst du bestimmt nicht lange am Leben bleiben, weil nichts mehr da ist. Es ist ja einfach auch alles total radioaktiv. Jahrelang. Dann musst du erstmal Essen finden. Was in der Dose ist, gut, das kannst du wahrscheinlich noch essen. Ich glaube, das konnte man sogar noch essen, aber das ist auch nicht mehr ewig da. Du kannst außen nichts mehr anbauen, weil die ganze Boden einfach verseucht ist. Das war's mit der Erde. Turmmächte werden zurückballern. Ja, und dann haben wir die wahre Apokalypse, Arnold. Vor allem, die fliegen alle auf Arnold, Alter, der Arme. Ist dann wohl mit der Menschheit. Du wirst wohl sterben, mein Freund. Nicht nur er. Tschüss zu sagen. Er lebt noch. Das war krass. Ja, das war krass. Also, kommt schon originalgetreu hin, wie ich das mal gesehen habe und gelesen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr nicht getan habt, abonniert. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Wenn das überhaupt so stimmt, was ich gelesen hatte. Wir hatten so ein Thema leider nicht in der Schule. Fand ich scheiße. Wäre eigentlich wichtig gewesen. Es war vielleicht unwahrscheinlich, dass wir das sowas noch erleben oder überhaupt erleben. Aber trotzdem wäre es, finde ich, wichtig gewesen, sowas in der Schule zu haben. Wie, wenn sowas passiert, man sich am besten schützen kann. Und dass man auf keinen Fall in den Blitz reinschauen soll. Sowas hat man auch nicht in der Schule.